Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Forts im Kampagnenmodus. Wir sind kurz vor dem Abschluss der High Seas Kampagne. Haben jetzt noch ein Doppellevel quasi vor uns und ein Finallevel. Und ja, dann können wir mal gucken, ob es weitergeht, ne? Es hatte letztes Mal, glaube ich, nur eine Person geschrieben, ob ich weiter bei der Kampagne machen soll. Gerne nochmal ein paar mehr Meinungen dazu. Es gibt ja noch zwei andere Kampagnen. Theoretisch könnte ich dann auch noch diverse Kampagnen auf anderen Schwierigkeitsgraden spielen, aber ich würde erstmal auf normal weitermachen, wenn der Bedarf und der Wunsch ist. Naja, gucken wir mal. Was in Hades Namen geht hier vor? Wo ist das ganze Öl? Ihr militären Typen seid so instinktig. Verstehe mich nicht falsch, Öl ist großartig. Damit kann man eine normale, freiheitliche und SUV-durstige Demokratie wirklich unter seine Fuchtel bekommen. Aber um sie wirklich in die Knie zu zwingen, braucht man Tektonik. Tektonik? Das Fokussieren der richtigen Energiemenge auf den richtigen Vulkan versucht eine Verschiebung der tektonischen Platten. Das lässt Erdbeben entstehen. Was Tsunamis auslöst, die groß genug sind, um Küstenstädte zu zerstören. Ohohoho. Und dies ist der richtige Vulkan? Jetzt kapierst du es. Das muss ich dir lassen. Das ist ziemlich grandios, du Verrückte. Danke, aber die Ehre gehört nicht nur mir allein. Das ist bestimmt sein Vater oder so. Der Typ hatte großen Anteil daran. Papa, was haben sie mit dir gemacht? Wir haben sein Potenzial freigesetzt. So ein Verstand sollte nicht durch die Bürde von Moral und Ethik belastet werden. Papa, sei stark, ich werde dich holen. Okay, leichte Star Wars Vibes. Nur zu, du bist nicht nur im Visier meiner Deckeschütze und Thunderbolts, sondern sobald wir unser Kommunikationssystem hochgefahren haben, werden flammende Felsbrocken auf dich herabregnen. Na super. Richtig, Leute, wir müssen die BPO-Basis mit einem Kontrollprojektil infiltrieren, okay? Zuerst müssen wir einen Weg finden, diese Sprengtür zu öffnen. Wahrscheinlich ist das auf Englisch Blast Door. Noch mehr Star Wars Vibes. Sorry. Oder wir können einfach alles zerstören. Diese Produktionsstätte verfügt über einige fortschrittliche Technologien, könnte als Vorwärtsbasis nützlich sein. Auf Kampfstationen. Ah, die Übersetzungen sind teilweise echt ein bisschen. Also was die halt meinen, ist eine Forward Base. Ich glaube nicht, dass man das so eins zu eins übersetzen kann. So, wir bauen uns jetzt erstmal schnell die notwendigen Technologiegebäude. Bin mal gespannt, was da dann gleich vom Himmel runterkommt, weil wir haben eigentlich nur eine Minute Zeit ungefähr. Und ich frage mich auch, ob ich es abschießen kann. Auch das weiß ich nicht so ganz genau. So. Bisschen Echo aufbauen. Ist übrigens ultra heiß heute. Heute soll, also ich nehme tatsächlich jetzt am Sonntag um 13 Uhr ziemlich genau auf. Also die Folge ist noch warm, wenn ihr sie seht. Wenn ihr sie direkt seht. Und heute sollen es 36 Grad werden. Gestern waren es noch 38 Grad angekündigt. Ist also schon mal ein bisschen weniger. Aber trotzdem ist es so lächerlich heiß. So, und jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Von wo kommt das jetzt? Okay. Sieht cool aus, muss man ihn lassen. Okay, es sind wirklich Meteoriten, die da runterkommen. Die leider ziemlich viel Damage machen, wie ich sehe. Das könnte auf Dauer ein Problemchen werden. Das, ja, gucken wir mal, ne?
Okay, das so nach vorne kippt, gefällt mir schon wieder überhaupt nicht. Ach, das muss natürlich Background Bracing sein, sonst blockiere ich mir das ganze Zeug. Nee, die Flak bringt überhaupt nichts. So, das ist schon besser so. Gut. Wir brauchen ein Kontrollprojektil, habe ich gehört. Werde ich hier hinbauen. Im Prinzip kann ich es dann eigentlich einmal wegnehmen. Munition, das ist hier, die hier brauche ich. Ich mache mal zwei. Währenddessen baue ich hier mal ein bisschen aus. Momentan brauche ich die Thunderbolts eigentlich nicht, aber... Das hier kann erstmal wieder weg. Alter! Die machen ja richtig böse Damage. So. Gehört jetzt immerhin schon mal uns. Möglichst viele MG-Schützen basteln. Im Prinzip kann ich die auch einfach hier direkt so anordnen. So, was kann ich jetzt hier mitmachen? Okay, da... Ah. Scheiß die Wand an jetzt. Also jetzt sind sie aber heute aggressiv, ey. Ich könnte jetzt tatsächlich schon mit dem Orbitallaser arbeiten. So, dann gibt es halt hier jetzt zwei Flaks, ne? Den hier baue ich um. Vielleicht noch ein bisschen anbauen. Und jetzt einfach noch MG, glaube ich, hin. Das ist eine ganz gute Abwehr nach oben. Das funktioniert ganz okay. Da. Also, MGs nach oben passt. Was brauche ich denn jetzt, um hier anzugreifen? Das hier wird wichtig zu killen sein. Dauert noch einen Moment. Bin mir gerade nicht sicher, was ich sonst noch hier bauen könnte. Ich könnte noch Muni bauen langsam mal. Einfach unendlich viele... Muni. Sehr gut. Ja gut, eine Flak könnte man noch brauchen vielleicht. So, was passiert, wenn ich das Ding hier jetzt abbaue? Verliere ich die Kontrolle dann? Das wäre nämlich blöd. Nö, sieht nicht so aus. Auch noch ein Upgrade Center. Damit ich das Ding upgraden kann, damit ich den Schuss Gedöns sehe. Au.
Okay, die werden langsam frech, muss ich sagen. Muss mal zusehen, warte mal, dass ich hier vielleicht noch eine Flagge drauf bekomme. Irgendeiner Form. Alter. So, das muss ich alles komplett mal umbauen, kurz. So. Wow. Das ist ein Problem. Die verhalten sich leider gerade relativ intelligent. So. Shit. Nimm mir meine Basis auseinander. Ich glaube, ich versuche das mal zu kompensieren. Jetzt glaube ich einfach an zu schießen. Es hilft nichts. Ach scheiße, es wird ja gerade repariert, ne? Und ich kann den auch gar nicht upgraden. Ich pack mir hier hinten so eine Flak drauf. Vorsichtshalber. Und einfach noch ein. So, den upgrade ich. Schilde sind manchmal so doof. Das hat zu früh ausgelöst gegen irgendwas, gegen was ich gar nicht kämpfen kann. So, jetzt habe ich den Trajectory. Ja, das war so nicht geplant. Scheiße. Oh, komm. Voll erwischt. Ein bisschen davon bauen. Hier einfach lieber Flak hin. Also das mit dem Schild hat mal so gar nicht funktioniert. Ach komm.
muss doch ordentliche Verteidigung gegen möglich sein. Hier fehlt eine Flagge, sag ich gerade. Und du kriegst auf jeden Fall mal eine Tür. Der kriegt auch mal eine Tür. Die fressen ja immerhin einen Schuss von den schweren Geschützen. Sehr gut, der müsste sitzen jetzt. Dann kommt schon zumindest die blöden, wie heißt, die, diese Feuerbälle kommen dann nicht mehr. Nein! Ah, wie schade. Knapp. Kann ich auf die ganzen MGs, wo sind die denn überhaupt? Ja, kann ich. Ja gut, jetzt ist jetzt leider die Missionsbeschreibung daneben. Sie treffen halt immer wieder. Ich versuch's jetzt einfach mal. Lol. Okay, ich bin gespannt. Sehr gut, der war wichtig. Das war echt kurz vor knapp. So, und jetzt ist hier die Tür offen. Frage ist jetzt, mit was komme ich da noch ran? Also was muss ich überhaupt tun? Steht jetzt, ich soll mir... Verschaffe dir Zugang zur Basis. Bevor du die... Achso, wir müssen die... infiltrieren, okay. Na gut, das war jetzt leider nicht so ganz. Hätte besser klappen können. Das heißt, ich muss also noch ein bisschen in, doch in diese Kontrollprojektile investieren. Das heißt aber, ich kann das hier abbauen. Das kann ich auch alles abbauen. Im Prinzip brauche ich jetzt nur noch Verteidigung gegen die Flugzeuge und gegen die Kanonen, gegen die Deckgeschütze. Dann habe ich davon zwei... Ich packe euch hier mal noch eine Turbine aufs Dach. So. Was muss ich dann zerstören? Also hier muss auf jeden Fall noch eine Granate hin. Muss gleich fertig sein. Es dauert so ewig. So. Da muss die ungefähr hin.
Bitte komme an. Yes, perfekt getroffen. Genau da, wo die sie haben. So. Hä, verschaffe dir Zugang zur Basis? Ach so, hätte ich da ein Kontrollprojektil reinjagen müssen. Naja, gut. Wurscht, hat auch so funktioniert. Ach, du hättest nicht kommen sollen, Sohn. Keine Sorge, er wird nicht lange bleiben. Okay. Kein Schritt weiter, Kapitän. Locker bleiben, hier muss niemand verletzt werden. Locker bleiben, sei verflucht. Hat 10 Jahre gedauert, dieses Projekt zu bauen. Das hat alles so ein bisschen Star Wars Vibes, auch so die Anordnung der Fenster. Du hast keine Ahnung, was für Opfer wir erbringen mussten. Lass einfach meinen Vater gehen und wir nennen sein ehrenhaftes Unentschieden. Ach, von wegen. Ich bin nicht dahin gekommen, wo ich heute bin, indem ich Leuten wie dir geglaubt habe. Selbst wenn du mich in Ruhe lässt, werden deine Kohorten zurückkehren, um die Arbeit zu beenden. Nein! Warte, warte, warte. Wenn du ihn tötest, stirbt sein Genie mit ihm. Stimmt, aber dann haben wir alle seine Schaltpläne. Was? Schaltpläne? Blueprints. Andererseits, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist dein Unentschieden die Antwort. Nur keine ehrenhafte. Lol, okay, was passiert denn da jetzt? Ah, der kriegt da gerade was aus seinem Hinterkopf rausgerissen. Ah, okay, ich verstehe. Okay. Nein. krass, okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Das sollte dich aufhalten. Naja, nett. Papa? Papa? Kannst du mich hören? Er lebt noch. Hol einen Sanitäterverbände, eine Trage, irgendwas. Okay, so, nimm mir das Ding ab. Oh Gott, also wie viel Star Wars Vibes kann man denn haben, bitte? Nein, Papa, du wirst sterben. Unter das BPO-Elixier hier sterbe ich sowieso. Lass mich dich mit meinen eigenen Augen sehen. Da bist du, mein Junge. Schau aus, was dir geworden ist. Kapitän des eigenen Schiffs. Und Geisel von BPO. Ich bin so stolz auf dich. Ich war immer... Papa, Papa, nein! Okay, also heute haben wir quasi eigentlich Star Wars nachgespielt. Ist auch schön. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!